Keine zwei Wochen bleiben Julian Nagelsmann und seiner Mannschaft zur Vorbereitung auf den Rückrundenstart am 13. Januar. Seine Profis haben dabei schon mal einen guten ersten Eindruck hinterlassen. Wirken total frisch, haben gestern auch eine Einheit weggelassen am Nachmittag, weil sie so viel marschiert sind. Auch die intensiven Dinge klappen richtig gut, also sie haben auf jeden Fall ihr Programm gemacht über Weihnachten. Da sieht man dann den Vorteil einer kurzen Pause, dass so viel Abbau nicht stattfindet, sondern dass vieles erhalten bleibt und machen einen sehr guten Eindruck. Der Coach muss sein Training an den knappen Zeitplan anpassen, da ist Flexibilität gefragt. Wir haben das natürlich ein bisschen geändert, sonst haben wir immer Wochenschwerpunkte gehabt in der Vorbereitung, also in den 7 Wochen immer 7 Schwerpunkte gehabt, pro Woche einen. Jetzt müssen wir eigentlich fast jeden Tag einen Schwerpunkt setzen und einen großen Teil ist ja alles Wiederholung und wir versuchen einfach jetzt in den kurzen Momenten, die wir haben, möglichst viel reinzupacken. Am Samstag ein erster Härtetest. Die Mannschaft trifft im Dietmar-Hopp-Stadion auf den niederländischen Erstligisten Excelsior Rotterdam. Ich erwarte mir, dass der Gegner Fußball spielen will grundsätzlich, weil es eine holländische Mannschaft ist, die vom Grundsatz her immer fußballerisch ausgebildet ist. Das wird uns gut tun, dass wir eine Mannschaft haben, die vielleicht ein bisschen mitspielt und nicht nur hinten drin steht. Natürlich werden wir jetzt nicht komplett durchtauschen, sondern werden schon auch die Spieler, die in Frage kommen, über einen längeren Zeitraum auch spielen lassen, damit sie einfach auch körperlich sich wieder an die 90 Minuten gewöhnen. Für das Spiel gibt's noch Karten an der Tageskasse. Anstoß ist um 13 Uhr.